Hi. Guten Tag. Wir machen heute mal wieder richtiges Essen. Also so Hauptmahlzeit. Und zwar Huhn, Brokkoli, Tomätchen, Mozzarella und Gewürze und Ofen. Aus dem Backofen, genau. So, ganz kurz und schmerzlos ohne Pfanne. Ich habe zwei Hähnchenbrustfilets für zwei Leute und die müssen jetzt erstmal gewürzt werden. Die sind aber sehr ungleichmäßig großmäßig. Ich nehme das kleine. Okay, und die werde ich jetzt erstmal quer einschneiden. Ofen heizt übrigens vor auf 230 Grad Umluft. Gibt es denn irgendwas, was ich schon tun kann? Du könntest ein kleines bisschen Öl in die Auflaufform verteilen. So, ich habe jetzt einmal oben eingeschnitten und ich gebe da jetzt gleich ein bisschen Hähnchengewürz von Just Spices drüber. Wenn du keins hast, geht auch. Salz, Pfeffer, Paprika, was du halt magst. Und falls du das Hähnchengewürz von Just Spices ausprobieren möchtest, dann kannst du, wenn du dort für mindestens 20 Euro bestellst und den Code justsalala.de eingibst, ein Gratisgewürz bekommen. Das ist aktuell ein Rührei-Gewürz. Ja, was sie sagt. Da, das wird jetzt hier ein kleines bisschen in die Schnitte verteilt. Ich mache unten jetzt auch nochmal Schnitte. Da kommt jetzt auch noch ein bisschen von dem Gewürz drüber. Das ist voll lecker. Und das kommt jetzt erstmal direkt in die Auflaufform. So, und das platzieren wir jetzt mit der Oberseite nach unten. Also ich beschließe, dass das hier die Oberseite ist und das ist die Unterseite. Es wird nachher umgedreht. Und das kommt jetzt bei 230 Grad für 10 Minuten in den Ofen. Während unser Hühnchen backt, habe ich noch eine Bitte an dich. Drück da unten mal auf den Like-Knopf, also auf das Däumchen, wenn dir das Video gefällt, weil damit hilfst du uns nämlich, weil YouTube, je mehr von diesen Däumchen gedrückt werden, unser Video mehr an andere Menschen ausspielt. Ja, also YouTube findet halt cool, wenn da Däumchen sind. Wir auch. Jetzt brauchen wir Brokkoli und den schneiden wir jetzt erstmal sehr klein. Und du darfst den Strunk schälen und ja, in Stücke schneide ich den dann. Okay, also schälen einfach so die äußere Haut runter, genau, die äußere Haut, das Holzige, dass das wegkommt. Weil den kann man nämlich mitessen. Schmeckt wie Kohlrabi. Ich schneide die Röschen ziemlich klein. Gewaschen und so weiter habe ich den vorher schon. So, und das wird jetzt einfach ein bisschen gesalzen, gepfeffert und Olivenöl und Knoblauchpulver kommt mit dazu. Du darfst schon irgendwie so ungefähr 2 Esslöffel. Soll ich Stopp sagen? Ja. Stopp. Kann das einfach nicht. Bloß damit die Gewürze haften. Ja, wir mögen Knoblauch. Und ich mag so. Ich wollte gerade sagen, Pfannengerichte sind Ofengerichte. Ich mag die, weil es ist irgendwie einfach alles in so eine Auflaufform schmeißen, ab in den Backofen und warten. Das ist immer relativ wenig Aufwand und ich glaube, sowas kriege ich auch hin. Da habe ich nämlich keine Angst, dass ich irgendwas verbrenne. Das Rezept gibt es übrigens im Blog. Das ist unten in der Infobox verlinkt. Ja. Und da kann man es sogar ausdrucken. Ja, und unten drunter, was ich nämlich noch sagen wollte, kannst du mal schreiben, wie das bei dir ist, ob du lieber Pfannengerichte oder so Ofengerichte magst. Oder ganz was anderes. Genau. Und unser Hähnchen ist jetzt fertig, das heißt, jetzt kann der Brokkoli zum Hähnchen. Ja, das waren jetzt die ersten 10 Minuten, das ist natürlich nach 10 Minuten noch nicht durch, muss es aber auch gar nicht sein, weil es kommt jetzt gleich wieder zurück. Wir drehen jetzt um und jetzt kommt der Brokkoli einfach außen rum. Also ich werfe ihn jetzt mal oben drüber und streiche dann die Reste vom Huhn. Ne? Möglichst einlagig, damit der auch ganz viel Fläche kriegt zum Braunwerden. Und das muss zurück jetzt in den Ofen, immer noch bei 230 Grad und schon wieder 10 Minuten. Cool. So, das waren jetzt nochmal 10 Minuten bei 230 Grad. Ich habe gerade die Kerntemperatur vom dicksten Teil vom Hähnchen gemessen. Wir sind bei 68 Grad jetzt aktuell. Ich will über 75, aber wir gehen jetzt gleich nochmal in den Ofen, also die beiden hier. Und das sollte dann passen, aber ich messe nachher nochmal. Und jetzt kommen die Tomaten dazu. Die platzieren wir jetzt einfach hier schön dekorativ außenrum. Das kannst du besser. Wenn du große Tomaten hast und nicht so kleine Cherry-Tomaten, kannst du natürlich auch Stücke schneiden. Das ist auch okay. Das sind 200 Gramm. Nimm so viel du magst. Und über das Huhn kommt jetzt noch Mozzarella. Ich habe jetzt frischen Mozzarella und den zerreiße ich jetzt einfach in Stücke und platziere den oben drauf. Boah, das sieht voll lecker aus, ganz ehrlich. Ja, warte mal 10 Minuten. Ja, das kommt jetzt nochmal ab in den Ofen, ne? Genau, 5 bis 10 Minuten, je nachdem, so lange bis der Mozzarella ein paar braune Spuren hat, sodass der schön zerlaufen ist und ein bisschen Kruste kriegt. Und dann, wie gesagt, nochmal kurz die Temperatur messen und gucken, ob die 75 Grad im dicksten Teil vom Hühnchen überschnitten sind.
überschritten sind. Und wenn ja, dann ist fertig. Und wenn nicht, dann halt nochmal 3 Minuten in den Ofen. Wir sind raus aus dem Ofen. Und das auch. Waren jetzt nochmal 10 Minuten bei 230 Grad. Mozzarella ist schön geschmolzen und Hähnchen hat die richtige Kerntemperatur für uns. Wenn du weiterhin so Auflauf... Wenn du noch weitere Auflaufrezepte gucken willst, schau mal, da ist ein Video, da haben wir so einen Brokkoli-Feta-Auflauf gemacht. Der war voll lecker. Und genau. Ich würde sagen, wir gehen das da jetzt essen. Ja.